mal was Anständiges gelernt. Herzlich willkommen zu Royal Beef, Folge 6. Das hatte ich mir so überlegt für euch. War das gut? War das schön? Eddie hat noch einen Joker, vielleicht setzt ihn jetzt in Folge 6. Letztes Mal durfte ich an die Tafel, deswegen darf ich jetzt auch anmoderieren, denn ich habe Stick Fight the Game gewonnen. Wenn ihr euch das nicht mehr im Gehirn geblieben ist, kurz Rekapitulation nach 5 Folgen. Nils Bomor führt mit 12 Punkten, dann Eddie und ich jeweils dahinter mit 9 Punkten und Simon aktuell nur mit einem Punkt unterwegs. Ein Punkt, ja. Entschuldigung. Hätte ich durchstreichen müssen letztes Mal, oder was? Ja, hätte ich wahrscheinlich. Ist alles nicht so schlimm. Wir sind in der 6. Disziplin. Ist das richtig? 6, ja, ist richtig. Sechste Disziplin. 5 haben wir schon überlebt. Komm, machen wir einfach, oder? Habt ihr auch richtig Bock? Mach doch. Begrüßen. Tu's. Richtig Bock. Tu's einfach. Einfach nur anstrengend nur noch. Come on, was ist es? Alter, kann dieses Spiel bitte irgendwann enden? Das ist hart. Oh, ich kann's alles Call nicht mehr ertragen. Call of Duty 2. Am PC ist es, ne? Na, willst du? Oh, das war mein Pick, ne? Ja. Willst du? Ey, ich hab das nur gepickt, weil ich Bock drauf hab. Nicht, weil ich glaube, dass ich da irgendwie endlich Vorteile hab, aber. Ja, auch nicht. Guck mal auf die Scoretafel. Wie viel Disziplin noch das plus noch 2 andere? Ja, 3 nur noch. Ey, ich kann mich noch erinnern, dass wir das in Düsseldorf zusammen gezockt haben. Und ich kann mich irgendwie an 2 Maps erinnern, aber ansonsten nix. Gar nichts. Alles weg. Also, alles wissen wir schon, weg. In welchem Modus und sowas da gespielt wird? Für Runde 6 dieser Royal Beef Staffel vergessen wir mal all den neumodischen Kram und stürzen uns auf die Schlachtfelder eines echten Shooter-Klassikers: Call of Duty 2. Unsere Jungs wagen sich in 5 je 5 Minuten lange Deathmatches. Die Map wechselt dabei für jede Partie. Wir beginnen auf Burgundy, danach folgen El Alamein, Moskau, Tujan und für das große Finale Valendar. Es wird euch nicht überraschen, worauf es in dieser Disziplin ankommt. Abschüsse natürlich. Abermals addieren wir die über die einzelnen Runden hinweg erspielten Punkte. Die Kill-Death-Ratio lassen wir in der Bewertung außen vor. Es gewinnt am Ende der Spieler, der in allen 5 Runden zusammen die meisten Abschüsse holt. Der Gewinner heimst 3 Punkte ein, Platz 2 bekommt 2, Platz 3 hingegen nur 1 Pünktchen. Der Verlierer schleicht ganz ohne Punkte zurück in die Kaserne. Der ist schon recht fix, ne? Call of Duty 2. Ja, ist das was? Wie viel Bedenkzeit brauchst du noch? Nee, ich glaube, ich nehme nicht den Joker. Ich weiß es nicht. Nee, ja. Ich nicht. Weil es könnte auch sein, dass ich nur Zweiter werde und dann kriege ich gar nichts. Dann kriegst du gar nichts. Jetzt die Chance, dass der Simon das gewinnt, ist er bei 0. Und dann ist die Gefahr, dass ihr... Ihr habt extra nichts gesagt, damit man später meinen Sieg zwischenschneiden kann. Naja, ich kann es mir auch noch überlegen, oder? Ja. Das ist ja nicht direkt jetzt. Ich muss Gedanken machen. Okay, Call of Duty 2 in Folge 6, Royal Beef. Ach du Scheiße. Ich glaube, wenn ich ruhig bin, wenn ich klar bin, irgendwie dann klappt das mit dem Aim und dann kann ich irgendwie draufgehen. Also die tun ja alle so, als würden sie sich noch voll erinnern. Ah ja, das war dieses Call of Duty 2. Gott, war das geil. Ja, da war dieser Level, links war dann was und rechts war dieses Ding und in der Mitte der Tunnel. Quatsch, keiner von denen hat die geringste Ahnung, wie dieses Spiel aussieht. Die Leute wissen nichts. Wahrscheinlich denken sie dabei an Call of Duty 4 oder so. Da kann mir keiner erzählen, dass die wissen, was Call of Duty 2 jetzt genau nochmal im Multiplayer war. Also ich glaube, das Spiel liegt mir. Maustastatur, Ego-Shooter bin ich, glaube ich, vorne. Oh, ich glaube, das wird auch nochmal ein schlechtes Spiel für mich. Also ich, bei Call of Duty sehe ich Budi und Eddie vorn. Ich weiß nicht, wie gut Budi ist. Ich selbst habe eigentlich, keine Erinnerung an das Spiel. Wirklich nicht.
klar, es ist, kann alles passieren. Klar, ist auch ein Spiel, wo die zu dritt versuchen können, irgendwas zu machen oder so. Wobei, es macht keinen Sinn, sich mit Nils zu verbünden. Also aus Buddys Sicht nicht, aus Simons Sicht nicht, aus meiner sowieso nicht. Insofern kann ich mir das vorstellen, den Joker zu benutzen. Ich überlege gerade, ob es irgendwie möglich ist, Nils wieder aus dem Spiel zu nehmen. Weil, sind wir mal ehrlich, er hat es halt auch einfach verdient, rein menschlich gesehen. Hat er es verdient, dass man sich gegen ihn verbündet? Eddie hat einfach den Joker noch. Und das Spiel wird nicht jetzt bei Call of Duty entschieden. Wie gesagt, ich gehe davon aus, dass es nach Call of Duty noch mal ein bisschen enger ist. Es ist dann aber auch so, für mich persönlich, dann aber auch eine Vorentscheidung fast schon. Also noch nicht ganz, aber wenn ich jetzt dann nicht gewinne, bin ich fast aus dem Titelrennen raus. Wenn ich gewinne, bin ich richtig geil dabei. Wir haben alle Chancen. Ich glaube aber, dass dadurch, dass es wieder darauf hinausläuft, wer am schnellsten Frags macht. Das hatten wir auch schon bei Halo und da hat dann auch Buddy gewonnen. Ich befürchte, ich würde jetzt auch so 0 oder 1 Punkt machen. Und dann müssen es die letzten beiden Spiele, auf die kommt es dann an. Es wird so schnell, es ist sehr arcadig, Call of Duty 2. Da wirst du keinen, nee, wird nicht. Also was soll man machen? Also... Nicht schießen? Nö, macht keinen Sinn. Ja, kein Problem. Könnt ihr jetzt bitte weggehen? Ich will hier springen. Weg jetzt! Ich land direkt auf dir! Flups! Und schon haben wir einen Tisch aufgebaut mit 4 Rechnern. Und auf jedem dieser scheiß Rechner läuft Call of Duty 2! Und bevor wir jetzt starten, gehen wir alle nochmal tief in uns. Und gehen gemeinsam noch einmal tief in Eddie hinein. Eddie, Etienne Gardet. Ich habe mich entschieden, ja, Los Hocos. Oh! Zu setzen. Hat das etwa was mit dem Training zu tun? Ich habe tatsächlich festgestellt, dass es mir Spaß macht. Und ich glaube, Dinge, die einem Spaß machen. Hier kann was Spaß machen? Ja. Da ist man gut drin. Dinge, die einem Spaß machen, ja, in denen ist man besser als in Dingen, die einem nicht Spaß machen. So, gerade mal gerettet. Für den Spruch mit dem Sex? Naja. Warum bist du dann beim Sex so schlecht, oder was? Hatten wir schon mal Sex? Was soll ich wissen, wie dein Sex ist? Von deiner Mutter. Naja, also ich bitte dich, das hören wir wirklich überall. Das ist kein großes Geheimnis jetzt. Was jetzt? Nee, da reden sie doch alle drüber. Der Sex ist zu belanglos, als dass man Witze darüber machen müsste. So, okay. Ja. Apropos langlos. Also du fucking machst einen Joker jetzt. Ich habe den Joker gesetzt und ich will jetzt anfangen. 5 Maps, 5 Minuten. Free for all, jeder gegen jeden. Es zählen die meisten Frags. Das heißt, sie werden in den 5 Maps... Bitte. Sie werden in den 5 Maps zusammengerechnet. Wer am Ende am meisten gekillt hat, ist egal, wie oft man dabei gestorben ist, wer am meisten gekillt hat, gefraggt hat, gefreckt, wie die Leute sagen, die jungen Leute, Fragen. Bei den Ego-Shootern, Killerspielen, First-Person-Shooter. Ja, ist doch geil. Come on, let's do it. Der gewinnt. So. Okay? Super geil. Also, 5 Runden, erste Map. Jeder gegen jeden. Liste bekommen. Burgundy, hey Simon, ist die erste Map von Call of Duty. Ich wünsche euch viel Glück, Jungs. Keine. Oh Gott. Okay, wann geht's los? Bei 5? Ja, bei 5 Minuten. Wir zählen gleich gemeinsam runter. Achso, ab da darf man sich bewegen. Oder was? Also, keine Hände von der. Also, man darf sich noch nicht bei alle Hände du hoch. Du hast schon rumgeguckt. Hab ich genau gesehen. Alle bereit? 15 Sekunden noch, dann geht's los. Alle auf Etienne. Oh, ich bin ganz. Okay, Etienne, wie siehst du aus? Alle auf. 10. 9, 8, oh, es ist aufregend. 7, 6, 5, 4, hör auf, 3, den Tisch zu treten. 2, 1, fuck you all! Ja, genau, Nils Bohmhoff. Direkt den ersten Frack gemacht, du Kackmensch, ey. Wo seid ihr denn? Sag mal. Oh. Oh, das war gut. Sniper Rifle hast du. Sniper Rifle, der Mann. Ey, Kacke!
Oh, er hat noch keinen Track gemacht. Eddie, wie sieht's aus? Hast du schon irgendwas geschissen gekriegt? Jetzt redest du nicht mehr, oder was? Mach doch mal ein bisschen Entertainment. Etienne, rede doch mal. Was ist denn los mit dir? Wie wär's denn, wenn du auch mal ein bisschen was für die Leute tust? Alter, nicht immer nur. Du laberst, Bruder. Halt mal die ja, Schnauze. Ja, du laberst. Zu wenig, glaube ich. Für dich geht's auch noch um was, ne? Ja, ich weiß. Dann nimm's doch mal ernst. Alter. Ich kotz. Oh, ich kotze, Eddie, ey. Ey, da ist er doch wieder in diesem... Fick dich, Eddie, zum zweiten Mal, ey. Oh, das ist ein Dreck. Ey. Mann! Ey, ich kann mich nicht bewegen. Oh, scheiße, weil ich schätze. Alter, leck mich doch am Arsch. Alter. Das ist das Problem, wenn du immer an der gleichen Stelle stehst. Eine Minute noch. Erbärmlich, ey. Was ist denn eben los? Was ist denn los? Das war doch schon mal besser. Wo denn? Ja! 4 Sekunden. Wobei, okay, stopp, nichts drücken bitte. Alter, Nils? Das ist wieder so fucking typisch, ne? Im Training war ich voll gut und jetzt bin ich der Allerschlechteste. Why? Okay, Runde 1, einem diktiert. Oh, fuck. Oh, 10, 7, 5, 3, glaube ich. 2, glaube ich. 10, ja. Wie? Eins und go. Alter. Ja. Fuck. Oh.
Hä? Hast du mich gehauen oder wie hast du... Nee, Headshot, also Glück gehabt, Headshot. Alter, was? Buddy. Was hast du das denn gemacht? Habe ich den nicht bekommen, den Punkt? Ja, wahrscheinlich habe ich Abzug bekommen. Fuck! Hä? Oh, das war ein ganz... Stauber, wirklich. Such dir mal einen eigenen Feind. Das ist ja wieder der Heckenschütze, ey. Bei. Ah, ja, das war auch dumm. Alter, ich hänge fest. Alter, lass mich doch kurz mal eine Granate werfen. Das gibt's nicht, Alter. Du bist doch schon ganz rot wahrscheinlich, oder? Ey, sag mal, Böde! Ich hab dich doch gerade mit einer Granate abgeschossen. Da kannst du doch nicht mehr rumballern. Was? Alter. Ja? Ja. Abstauber. In den Rücken. Oh shit, von hinten. Wie hast du mich denn da wieder erwischt? Alles schief heute. Die Map war nicht meine, ey. Eins, go. Alter, was ist denn das für eine dumme Map?
Alter! An die kann ich mich aber voll gut erinnern noch. Alter, Eddie! Das gibt's doch nicht. Die keine Reichweite hat, diese Waffe, ey. Ich hab doch auch auf... Oh! Alter. Lucky Bomb. Waffe ist scheiße, keine Reichweite. Ich mag die nicht. Man sieht nichts, ey. Fick dich, Buddy. Dumm. Oh Mann! Ey, immer irgendwas. What? Nicht schlecht. Oh nein. Na gut, mit der Waffe war auch dumm. What? Alter, diese Map ist... Scheiße. Ey, läuft auch noch einer rum und snipert die alle? Ja, ich bin die ganze Zeit rumgelaufen, bis ich nur noch weggesnipert wurde. Scheiße! Oh, Ede! Der Ede geht so auf Nummer sicher, wie er da oben in seinem dritten Stock hockt die ganze Zeit. Wahrscheinlich ein Fußballspiel nebenbei. 13, 8, 8. Ich hab dich von unten abgeschossen. Naja, ich hab dich nur immer in dem, irgendwo oben gesehen, im Dingens hier. Und im Fenster raus war das. Fuck. 8, was eine Drecksnap. 8, 8. Ah, das war schon eine bessere. 13, ja, eine voll, sehr Alter. Für die Besten so.
Achtung! Was? Alter. Alter, what? Gott! Will noch einer? Budi, willst du auch nochmal kommen? Los! Bin hier in der Mitte. Wo bist du? Alter, ich hab doch gerade jemanden getötet, Budi. Mann. So. Böde am Geschütz, ey. Gott, Budi, du Spast. Budi! Ja! Oh, da oben und Simon. Alter, was? Das Simon so fast nicht hin. Alter Böde, das war nicht schlecht, ey. Einfach mal so nach oben gerotzt. Dabei war ich wie eine fette Spinne, habe ich nur auf dich gewartet. Ey, jetzt verreck doch mal! Ich hab dir in deine kurzen Shorts geschossen. Mehrfach. Ey, du warst doch schon längst tot. Jetzt wirklich. Ich bin sogar schon, der hat mich schon weggedreht, weil ich dachte, du bist tot. Ey, nicht so auf den Tisch schauen, bitte. Entschuldigung. Hier auch mal irgendwann weg. Alter, was? Jetzt? Das ist doch lächerlich, ey. Hast du mich gehört, oder was? Ich häng fest. Budi! Alter Pupis, hast du einen Sniper gehabt? Ja, scheiße, Mann.
Gute Granate. Yes! Habt ihr das extra gemacht? Dass ihr da mal in den Bulli reingelaufen seid? Genau. Wie soll das in dem Spiel gehen? Da habe ich richtig Bock drauf, dass der Bulli gewinnt. Ich kam nicht mehr weg wegen dem Balken, ey. Oh, alles doof. Nein, auch von hinten, Simon! Und dich nehme ich auch noch mit. Dankeschön. Und dich auch noch. Ach, Simon, ey. Alter, Simon! Ja, warum gehst du denn auch zu mir? Ich bin eindeutig besser als du. Alter, Simon! Ich bin eindeutig besser als du! Alter, richtig geil, so eine Riesen-Map am Ende. Ach, nein! Ja, von hinten, das gefällt dir, ne? Dass man auch ja nicht irgendeinen Vorsprung aufholen kann. Alter, Budi, du warst doch auch schon tot. Na! Ey, das gibt's nicht, Simon! Ich hatte dich von hinten! Ja, Eder hat dich gerecht. Ich hatte dich! Hä? Mann, ey! Ich hätte gerade schwören können, ich hab dich irgendwie nicht im Visier. Also, egal. Ich hab dich getroffen und hab kein Zieldings anbekommen. Das war komisch. Kein Schussmarker. Ja, hast du mich dann einfach nicht getroffen? Ja, das ist das, was ich nicht glaube. Ah! Ah, oh, Bubkes, ey. Abschaubar! Der Pupkiss. Mann! Ach, da oben, Alter. Alter, Simon, fick dich. Du stehst da rum. Du läufst irgendwie aber auch wirklich. Und dann immer der Abschauber. Sag mal. Wie kommt der denn auch immer so schnell zu einem hin? So, jetzt eine Sekunde warten, schon ist der Ede da. Alter, das gibt's nicht, ich ja nur gepistet werde, ey. Check wieder. Mann, endlich auch mal. Alter, fick dich, Simon. So lächerlich. Simon springt noch auf Rang 3 und ich verkacke hier. Alter. Ein Schuss, so ist man tot. Egal, wo man trifft.
Alter. So hätte das die ganze Zeit laufen sollen. Es ist einfach so, wie es ist. Ich bin alter Sack. Diese Spiele sind alle überfordern mich. Es ist immer so, wenn ich die, je voller ich die Schnauze nehme, desto fieser kriege ich drauf. War echt gut auf Kurs. Ich habe gar nicht so schlecht gespielt, bis auf diese eine Drecksmap da in diesen Trenches. Und dann macht Simon in der letzten Runde 13 Punkte. Und mir fehlt der eine Punkt. Und die Ironie des Schicksals ist, dass ich mich in der einen Runde aus Versehen selbst hingerichtet habe mit der Handgranate. Das ist exakt der Punkt, der mir fehlt. Da wurde mir ja was von abgezogen. Dann. Ich bin da einfach heute, in den heutigen Tag, bin ich ganz solide, gemütlich reingegangen und habe gedacht, ich bomb die einfach an die Seite. Das ist einfach so... überhaupt keinen Stress gehabt und das hat sich echt auch gezeigt. Sniperwaffen und Co. hatten die anderen immer und die haben damit eigentlich immer gegen mich verloren im Training. Aber sie haben das Training offensichtlich genutzt, um was zu lernen. Wer hätte das gedacht? Ich war mir aber nach dem Training sowas von sicher. Wirklich, ich war mir sowas von sicher. Und das war aber auch eine andere Map und in die anderen Maps, ich bin da irgendwie nicht so richtig reingekommen und dann diese Tunesien-Map hat mir das Genick gebrochen. Da bin ich gespawnt, tot. Jetzt kommt da einer von hinten. Und dann war die Zeit schon um und ich weiß gar nicht, wie es passiert ist. Oh, ey, ich find's fast ein bisschen schade, dass Eddie sich dann wirklich so hat fallen lassen. Also das ist dieser fucking Joker-Druck. Das ist dieser Druck, wenn du den Joker gesetzt hast, dann eigentlich sollte der Joker etwas sein, was dir wirklich einen Benefit gibt. Da ist es aber eher so, du kriegst den Benefit, wenn du deinen Druck kontrollieren kannst, den du dadurch sozusagen freisetzt, ja. Und der ist halt immens. Und bei Eddie hat man richtig gemerkt, in welcher Map, in welcher Karte er gemerkt hat, fuck, ich habe einen Fehler getan. Und dann hat er aufgegeben. So, der hat eigentlich für sich schon aufgegeben. Ich habe ja am Anfang dieses Beefs gesagt, wenn ich nicht gewinne, dann würde ich es Buddy gönnen. Auch wenn Buddy tatsächlich sich als ein bisschen hinterfotziger erwiesen hat, als ich ihm das zugetraut hätte, gönne ich ihm nach wie vor irgendwie dann den Sieg. Weil er hätte es sich verdient. Weil man muss sagen, ich habe meinen Joker durchgebracht und habe 6 Punkte dafür bekommen und Buddy hat seinen Joker verkackt und er ist trotzdem punktgleich mit mir. So, also muss man auch anerkennen, hat Buddy gut gemacht. Er geht mir dann zeitweise auch schon ganz schön auf den Sack, ey, mit seinem Aim und seinem ständigen... Das sind solche Abstauber, gerade der Ede. Gut, ich kann es verstehen, der Druck des Jokers, aber gerade der Ede und gerade der Buddy, die so auf ihren Skill legen. Und dann jedes Mal kommen sie an und da liegt einer, kriecht in seinem eigenen Blut und dann geben sie so den Gnadentritt. Und lassen sich feiern dafür. Ach. Ich habe gedacht, ich spiele auch mit Sniper Rifle, mit dieser One-Shot-Knarre. Das hat im Warm-Up super geklappt, weil die halt mit einem Schuss tötet. Aber dann haben die alle lauter krasse Fracks gemacht mit irgendwelchen Maschinenpistolen. Und dann war ich irgendwie verunsichert und bin dann auch auf Maschinenpistole gewechselt, obwohl ich die im Warm-Up kaum gespielt habe und habe gemerkt, ich treffe mit dem Ding nichts. Ich bin einfach nur aggressiv rein. Und irgendwo auch da, ähnlich wie bei Stick Fight the Game, gab es dieses Momentum. Ich habe gar nicht mehr hingeguckt und plötzlich wirklich so Gegner, pop, ein Schuss, Headshot. Direkt danach Gegner, pop, ein Schuss, Headshot. Das war super. Also irgendwie hat das gut funktioniert. Erste Runde war noch ein bisschen, da habe ich nur 5 Racks gemacht. Und da habe ich schon gedacht, ah, okay, es zeichnet sich ab. Eddie wird immer eigentlich so in dieser Leader-Rolle sein. Aber mit der zweiten Map hat sich gezeigt, okay, da ist mehr drin. Da, mir macht das Spiel auch einfach echt Spaß. Habt ihr Fragen, wie man das Spiel spielt oder so? Nee? Gut, dann, ihr habt ja meine Nummer. Buddy denkt jetzt, er ist auf so einer Erfolgswelle gerade, weißt du? Und er ist wie Icarus. So, er denkt so, wow! Und er sieht die Sonne und er denkt so, geil, da fliege ich rein. Aber ich bin die fucking Sonne und ich verbrenne seine scheiß Wachsflügel und er knallt auf die Erde zurück. Und das ist morgen, das wird morgen passieren. Und das weiß er noch nicht. Weil er denkt jetzt, es geht so weiter. Aber ich weiß ja, was noch kommt an Spielen. Und das gibt morgen Fratzengeballer, Mann. Ich kann nur sagen, das hat mir heute einen riesen Push gegeben. Ich werde heute Abend, genauso wie gestern Abend, echt einfach nur hängen und Spaß haben sozusagen. Und dann werde ich morgen bestenfalls wieder in dieses Momentum geraten und einfach alle weghauen, ey. Das wäre sehr schön. Das wäre doch mal was.
Das wäre doch mal was. Eine schöne Geschichte wäre das. Ja. So, Runde ist vorbei. Ich bin mir nicht ganz sicher. Habt ihr drauf geguckt? Simon 13, ich 10 und dann ja. 9 und 6, glaube ich, oder? Aber Ed, du warst mit 9 am Start, richtig? Mhm. Eddie 9, Nils 6, Simon 13. Alter, Simon, ey. Und ich hab 10. Ja, du bist aber immer noch, ich glaube, wir sind gleich oder du führst noch. Ich hab's jetzt nicht genau ausgerechnet. Ich fange hier an. 2, 6, 14, 21, 31, 4 und... Du bist aber auch wirklich permanent... Hey, ich Idiot. 6, 14, 21, 31, 34. Ich glaube, du bist besser als ich. Nils, 13, 18, 27, 33. Oh, nicht der letzte Platz! Eddie, 7, 10, 25, 30, 39. 15, 28, 38, 40, 50. Yes! Na, merkst du, wie sich alle für dich freuen, ne? Ja, merke ich. Merke ich. Ist ansteckend. Ist richtig ansteckend. Sorry, Ed. Damit sind wir quitt. Oh. Alter. Das macht's spannend. Oh Gott, das ist ein sehr gutes Spiel. Gut. Was bedeutet das? Eddie hat den Joker gesetzt. Ist nur Zweiter geworden. Das heißt, 0 Punkte für Ed in dieser Runde. Nils ist Letzter geworden. 0 Punkte. Jawolski. Simon kriegt 1 Punkt. Als Dritter. Und ich kriege 3 Punkte. Nice! Schwab, Schwab, du bleibst bei 9. Nils, Schwab bleibt bei 12. Schwab, yes, Motherfucker! Und Simon kriegt eine 2. Das war Royal Beef, alle sind still. Warum? Frage ich mich. Echte Schmerzen. Du ärgerst dich, warum du nicht die ganze Zeit wie die letzten zwei Runden gespielt hast. I don't care. You don't care anymore. Nils Bomhoff? Ja, wie dumm man sein kann, das in der letzten Runde wegzuschmeißen, ey. Ah. Ja, es sind halt... Ne? Ein Punkt hier, ein Punkt letzte Runde, der mir gefehlt hat zu einem Punkt. Zwei Punkte. Es ist aber auch ein bisschen, es war ja auch ein bisschen so Spawn und so. Ja. Aber es war auf jeden Fall schön. Ich fand es gegen Ende ja nochmal... Das glaube ich dir, dass dir das am Ende Spaß gemacht hat. Ich habe mir gesagt Spaß, ich habe gesagt spannend. Spannend. Glaub mir, es sind zwei völlig unterschiedliche Dinge, vor allem beim Beef. Weil Spaß gibt's hier nicht. Spaß ist gestern schon weggebrochen. Ich habe sehr viel Spaß. Das war Folge 6 von Royal Beef. Zwei Disziplinen gibt's noch. Und fuck yeah, es ist spannend. Es wirkt wie ein schlimmer Traum. Also ich weigere mich, diese Realität anzuerkennen. Ich hoffe, euch ist das auch bewusst. So, vielleicht müssen wir das alles wiederholen. Kann sein. So, sicher, ich hoffe, ich mal gucken. Ne? Schade natürlich, aber... Ah, Adam Manette, ey. So, es wäre echt ganz schön geil, wenn jetzt der, also nein, es wäre nicht geil, wenn der Nils jetzt noch verlieren würde, es wäre aber ganz schön geil, wenn der Budi es jetzt wirklich noch geschafft hätte, in den letzten zwei Spielen jetzt noch aufzuholen. Ja, dann hat er es auch verdient. Dann hat er es verdient, bestimmt. Aber er hat auch Schläge verdient und noch viele andere Sachen. Was, come on!